Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, erstmal wollen wir in den Twilight hüpfen und da mal gucken, ob wir ein bisschen Nickel finden, weil wir brauchen ja auch noch für unseren EBF Nickel. Und dann werden wir uns um die Küche bemühen. So, ich hätte gesagt, wir gehen auf jeden Fall in diese Richtung. Das heißt, ich muss, ja, dann machen wir mal hier unsere F9 an. So, das heißt, jetzt sind wir in unserem Ort-Junk. Nein, sind wir nicht. Jetzt sind wir im Ort-Junk. Also in der Ohrreihe, so rum. Junk stimmt nicht. So. Hier ist sehr viel Blätterwald. So, was dann Duster? Wollen wir nicht. Also Lumberex, ja. Mehr roten. Wir freuen uns und roten ein bisschen Wald. Vielleicht läuft uns so komische kleine Lina Männchen über den Weg. Das wäre super. Okay. Olivine, Manganese. Puh, puh, puh. So, wir schauen uns das mal an. Was bist denn du? Betonin, Magnesit. Olivine. B. J minus Oli. Wie so. Ich hoffe, dass ich jetzt da keinen Zombie gehört habe. So, und das schlüsseln wir mal um in Erde. Dass wir ein bisschen was haben, um gerade rauszukommen. Das hat Drake gemeint, muss er nicht mitnehmen. Nächste. Ja, mein Hauselefant ist wieder da. Ein Vorteil ist, es ist nicht so tief. Toll, noch mal ein. Na? Also ab und zu frage ich mich schon, ob ich getrunken habe. Knapp daneben ist auch vorbei. Können wir hier mit Stein hochgehen? Nee. Den will ich nicht. Wir gehen in die Richtung. Ich will nicht noch mehr Flaschen. Nein. So, diesmal stehe ich auch wirklich drin. Kein Blatt. Davor. So. Kyolite war das jetzt, glaube ich, gerade, ne? Ist das jetzt mehr. Ach komm. Ist mehr IV. Ja, können wir immer noch einsortieren. So, das heißt jetzt, wir haben. Was ist jetzt in Kyolite drin? Silber? Ah, okay. Das ist die Ecke. Ich merkte schon.
Wird wieder total spannend, weil das, was ich brauche, ne, das habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Ja, das war der einzige Block, der wohl noch weg musste. Gut. Molybdenium. Ich schreibe. Nee, Molly. Molly klingt falsch. Molybdenum. Bdenium. Bdenium. Jetzt schaut's komisch aus. Könnte stimmen. Halt. Wackel nicht vergessen, sonst steht da unten jemand und begrüßt uns, wenn wir wieder runterkommen. Ah, wir gehen weiter in die Richtung. Würde gern Nickel haben. Ist das zu viel verlangt? Ein bisschen Nickel. Nicht viel, bisschen. Polywein. So, jetzt sind wir schon ein wenig mehr im offenen Feld. Den haben wir schon, also ab in die Richtung. Laufen wir dann mitten im Wald rein. Ah, nee. Okay. Ne, dann laufen wir in die Richtung. Ist gut. Ich habe da gleich hier so eine halbe Idee. Auf jeden Fall, Holz geben wir nicht aus. Aber das ist. Ups. Aber ist auch wichtig. Ich muss meine Koköfen wieder voll zum Laufen kriegen. Weil wenn wir da nämlich dann alles haben, dann kann ich die nämlich sauber laufen lassen. So, das ist weg. Dann hier steht Center. Gehen wir hier hin. Keine Bäume. Passt. Wenn nichts verdeckt, wird es da unten nicht dunkel. Eisen habe ich schon mal gefunden. Jetzt brauche ich noch sein Pendant. Nickel. Boah. Aua. Loch gefunden. Muss gleich wieder was essen. Herzen habe ich schon verloren. Ein bisschen Saft habe ich noch dabei. Ich habe eigentlich gedacht, warum denke ich eigentlich, sowas geht schnell? Nicht irre. Direkt denken. Nimm am besten gleich Essen mit für die nächsten 3 Wochen. Dann findest du es vielleicht gleich. Ja, aber ich werde es jetzt auch nicht übertreiben. Einfach mal ein bisschen buddeln. I minus soap stone.
noch einmal. Ich könnte ja mal schnell gucken. Also das ist Nickel. Wir brauchen das Nickelerz. Im Nickelerz. Ja, also den hier. Garneterit, Nickel, Kobalit und Pendalit. Okay, das gibt's nur im Twilight. Pendalit. Ah, gibt's. Schaut mal, Pendalit gibt's auch im Soapstone. Und Gott sei Dank haben wir das gerade gefunden. War es nicht drin? So weit war man nicht. Gott. Zurück. Du bist Soapstone? Jawohl. Geh weg. So. So, was haben wir jetzt gesagt? Glaukonit brauchen wir, ne? Haben wir schon? Gut. Brauch wirklich gucken, ob wir es haben. Jawohl. Haben wir eins rausgenommen. Dann brauche ich jetzt meine Wünschelrute. Da kommt eins rein. Ja, das ist mir klar, dass hier ein Glaukonit ist. So intelligent bin ich auch. Ja, das Problem ist jetzt halt, ist halt in Soapstone auch mit drin. Ja, machen wir das mal, wie gesagt, zusammen. Vielleicht habe ich hier Glück. In dem Bereich, wo die Naga war. Hässliche Schlangengefieks. Ich wollte gerade sagen, wäre es total lustig, wenn was Lilanes auf mich zukommt und ich kriege ein Aluminium, aber das Lilane nicht, bitte, danke. Ja, ich liebe es. Man ist immer so schön auf Wanderschaft. Ich hoffe gerade, dass ich das auch gerade richtig gemacht habe, ne? Nicht, dass ich jetzt das Falsche raus habe. Pendalit. Habe ich aber gerade nicht rein, ne? Ich habe Glaukonit rein. Ha! Da kann ich lang warten. Oder? Das ist Oliver. Nee, das war der Falsche. Drag. Jetzt musst du all dein Hirn ein wenig anstrengen, dass du aufhörst, Blödsinn zu machen. Soapstone. Da lang. Geh weg, du rennst hier. Sonst renne ich dich hier weg. So. Gott sei Dank haben sie früher nicht gesagt, es fürchtet sich, sonst wäre es das Furchttier geworden. Ich weiß, der war kalt. Also, nochmal. 3.
Pendalit, genau. Das Zeug brauchen wir. Wir schon? Ja, da. Jetzt haben wir es gefunden. Diesmal keine Steine, sondern diesmal Erde verwenden. Und wie ist so? Na, ich mach gleich einen anderen Rucksack auf. Ich habe da. Jawohl, Pendalit. Wie gesagt, deswegen auch immer schön brav die Erze aufheben. Einmal. So, den Weg, was wir gerade gemacht haben, machen wir jetzt nochmal. Weil jetzt haben wir auch das Richtige in der Winchelrute. Hoffentlich kriegt ihr keine Zuckungen. Sonst findet er Wasser. So. Komm. Zeig mir was an und lass es kein Soapstone sein. Ich will ein bisschen Nickel haben. Nur ein bisschen. Gott, ist das ein böser Baum. Also da, also für den da brauche ich unbedingt Unbreaking. Danke fürs Erschrecken, Elefant. Bestimmt im Wasser. Ja, ich bin eigentlich gewohnt, dass dann sowas in den schönsten Lagen ist. Einzigster Vorteil ist im Twilight, im Twilight wir sind hier halt auf Ebene 30. Das heißt, ich könnte mich jetzt sogar da oben nach oben machen und entlang fliegen. Und würde trotzdem was sehen. Dafür gibt es hier sehr viele Tunnel. Na, was habe ich gerade gesagt? Die Nickelvene. Wir haben die Nickelvene gefunden, mitten im Wasser. Au! Ich seh den hier, aber du mich oder was? Schau, ich kann das auch. Kann ich sogar erschießen, ohne dass ich dich gesehen habe. Ah, der Vorteil ist halt, wenn man es halt so rein macht, man sieht auch, welche Ader das es ist. Ohne. Dass man sich runterbuddeln muss. Hallo. Mal aufhören, so rumzuplanschen. Ja, fürchterlich. Wir gehen nach unten. Ich habe schon Nickel mitgenommen, oder? So, das erste, was wir machen, das da weg, das da weg. Tinnitus weg. Ne, wir gehen noch einen tiefer. Das ist Kobalit. Das ist Garneterit. Also Nickel. Bin ja da, um Nickel mitzunehmen.
dann sollte ich auch so weit runtergraben, dass ich Nickel mitnehme. So, der ist hinüber. Aber das Zeug kann ich reparieren bis St. Nimmerleins Wochenende. So, wir haben nochmal Nickel. So, jetzt gehen wir mal so weit hoch, wie ich hochkomme. Dann hätte ich gesagt, da sind wir da daheim. Das heißt, der da muss dann hier eine Stufe rein. Ja, das sind nochmal zwei, die wo ich dann da drüber muss. Halt einmal mehr nach oben. Bin mal gespannt, wann ich die Freunde finde, die wo mir da gerade da rumgrölen. Bin auch gerade überhaupt nicht unvorsichtig. EG Kreuzen und so. Machen wir erstmal die so. Dass wenigstens ein bisschen ausgeleuchtet ist. Schön ist über den Twilight. Auch das Problem gleich weg, dass ich keine Steckchen habe. Letzte Reihe. Man hört meinen Magneten schon wieder arbeiten. Und ich habe gesagt, ich will nur ein bisschen Nickel mitnehmen, weil wir wollen ja eigentlich was anders machen. So, das heißt jetzt Baum weg, Baum weg, Baum weg. Die Root kommt auch weg. Und dann hätte ich gesagt, Nickel haben wir ja gemacht, jawohl. So, Kleinigkeit zum Essen haben wir noch. Und jetzt müssen wir Richtung... Nicht in seine. Das Portal ist in die Richtung. Das war zum ersten Mal Eichhörnchen, das wo erst mal gedacht hat, hö? Oh, Moment. Ja, das erinnert mich wieder. Wollt ihr da nicht jemand eine Schere bauen? Vielleicht denkt man noch dran, bevor die Folge zu Ende ist, dann haben wir eine. Aber jetzt ist erstmal die Küche ein bisschen wichtig. Wie gesagt, die wird jetzt erstmal unten hingebaut. Nicht final. Aber wenigstens so weit, dass man da wegen sich ein Essen rausholen kann. Und zwar wegen was Besseres. So, da ist auch Moos. Da hinten ist das Portal. Hui! Oh, da kann ich nämlich jetzt gleich das Nickel, den Nickel, das Nickel, das Nickel. Die Nickel klingt falsch.
Der Nickel, die Nickel, das Nickel, das Nickel. Hier wird nicht rumgetanzt, ich glaub's ja. Wir sind hier nicht bei einer Tanzveranstaltung. Dann haben wir jetzt erstmal das hinten, das Zeug alles auszuleeren. Das machen wir da hinten. Also das heißt, wir gehen erstmal jetzt runter, räumen die anderen Rucksäcke aus und dann die zwei. Da wird wieder sehr viel Stein drin sein. Den machen wir gleich. Der wird jetzt auch langsam voll. Langsam ist gut. Aber wir sind ja... Wir machen ja so nebenbei, also das Mika ist schon fertig. Jetzt machen, also haben wir gerade das ganze Zeug dabei für das Nickel. Schon wieder voll. Er ist ja hervorragend. Er ist ja ganz hervorragend. So. Das heißt jetzt, da haben wir das Zeug drin. Also kommst du auch da rein. Das kommt raus. Das kommt weg. Da haben wir schon mal, haben wir da schon mal ein bisschen Platz. Huhn, willst du mich ärgern? Ich habe da ein Anti, ich habe da eine Sache. Das ist ein Anti-Huhn-Ärgerungstool. Wenn du es kennen, wenn du es nicht kennenlernen willst, gehst du weg. Das kennt das Huhn auch. Das Anti-Huhn-Ärgerungstool. Kriegt sogar meine Küche sofort was. Bisschen Fleisch. So. Die sind immer noch nicht alle draußen. Sabadilop. So, dann haben wir jetzt mal Nickel. Noch mehr Nickel. So, da haben wir noch ein bisschen was frei. Ja, Nickel kann ich nicht haben, aber... Ich packe jetzt Nickel dahin. Nein, wir möchten hier entlang. Dankeschön. Da rein. Da raus. Wenigstens muss ich mir schon ums Wasser keine Gedanken mehr machen. Das heißt, wir lassen dich jetzt mal laufen. Bis zum Ende der Folge denke ich hoffentlich dran und hol's noch. Also, Nickel holen, Schere bauen. Wahnsinn. Da rein. Und das ist jetzt Cooking for Blockheads. Genau. So, und da brauchen wir als erstes das Buch.
Und zwar Cooking for Blockheads 1. Dafür brauchen wir ein Buch. Das liegt hier nämlich schon Ewigkeiten und 3 Tage rum. Das müssen wir einfach verbrennen. Ja. Wenn man das mal gewusst hätte, ne? Man verbrennt ein Buch und bekommt was Besseres. Und keine Asche. Ein besseres Buch. So, okay. Davon bräuchte ich eigentlich 2. Was brauchen wir jetzt? Stahlplatten, 2 Crafting Table. Okay. 2 Stahlplatten, die sind ja geschenkt. Und 2 Crafting Table. Die sind eigentlich auch geschenkt. Derzeit, wo der das macht, versuche ich mir noch zu merken, Cookofen füllen. Was kommt eigentlich? Twilight Oak wird bestimmt auch Oak rauskommen, ha? Ne, da kommt Twilight Oak raus. Okay. Also das heißt, da brauchen wir noch Platz. Aber wir haben ja gelernt, es kommen nur volle Stacks hier rein. Sehr schön. Wenigstens laufen die wieder, dann machen wir wenigstens ein bisschen Küsert. Schmeißen wir uns mal wieder hin. Vorhin war da ein netter Mann da, der gemeint hat, er muss Explosionspfeile auf mich schießen. Mit Brenneffekt. War schön. Ich stande gerade hier. Ich sollte unbedingt die Basis zubauen. So, dann haben wir jetzt schon mal die. Mika ist, wie gesagt, schon da. Dann haben wir jetzt auch 2 Crafting Table. 2 Crafting Table. 2 Stahlplatten. Und Cooking for Blockheads. Und wir haben Cooking for Blockheads 2. Dafür brauche ich jetzt Eisenschrauben. Ich brauche Stone Plates. Stone Plates weiß ich nicht, ob ich noch habe. Auf jeden Fall was, was da draußen mal verarbeitet werden kann. Bin mal gespannt, wenn mal da draußen das Wasser ausgeht. Ja, wenn die Küche oben steht, habe ich dann auch kein Problem mehr, weil dann habe ich nämlich auch hier oben Wasser. Jetzt müssen wir warten, bis der wenigstens dreimal fertig ist. So, dann haben wir nämlich schon unsere Cooking Table. Das ist schon mal der wichtigste. So, Cooking Oven ist Iron Furnace, Eisenplatten. Schwarze Glaspanes, das wird auch witzig. Und ich vermute, die werde ich jetzt öfters brauchen. Ja, da habe ich Stone Plates. Da habe ich Stone Plates, dann brauchen wir Eisenschrauben. Die kann man nicht im Ding machen, ne? Leider nein. Die kann man leider nicht im Assembler bauen. Ja, wir sind ja auch kein Küchenfachgeschäft, ne? Also wo es dann dort steht und die ganzen Bretter sägt, ne? Damit man schön brav sich Küchen. Mir fällt gerade so ein. Ja, wenn ich gerade Hunger habe, dann bauen wir uns jetzt dann trotzdem fertig. Ich brauche noch 3 Woodplanks. Und ich brauche noch 2 Eisenschrauben. Sind hin. Das interessiert mich nicht. So.
gleich mal an. Und dann hätte ich gesagt, machen wir den da fertig. Und dann stellen wir den mal hin. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, verbindet sich der auch mit Drawn. Ja, weil man sieht, also ist ja nichts da, außer die Vieh halt. Ja, aber ich kann Barley machen, ich kann Karottenjuice machen, also der da, der da, der da, der da. Einfüllen kann man nicht, weil den als Controller nehmen. So, gibt es hier irgendwas, wo man sagen kann? Ach so, ich kann den auch so machen, okay. Und dann? Verbrennt da nicht eigentlich hier Holz? Frag nur. So, wenn ich jetzt das aber im Inventar habe. Ich gehe nochmal nach hinten. Verhungern noch ein bisschen weiter. Als erstes machen wir die restlichen Schrauben. Deswegen bin ich hier hinter. Einen Iron Furnace. Von Iron Furnace brauche ich einen normalen Furnace. Gut, dann brauche ich davon jetzt die 8. So, ich glaube, der Iron Furnace ist da drin billiger. Genau, dafür brauche ich 5 Eisenplatten. Muss ich dann vorne gucken, wie ich in dem Glas. Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal gar nicht dran gedacht, wo ich den gebaut habe. Den habe ich, glaube ich, auch teuer gebaut. So, habe ich irgendwas hier, was man mal... Ja, dass dieses Rummel aufhört neben mir. Oder in mir. So, dann brauche ich Woodplanks. So, dann nehme ich mal Woodplanks mit. Ich nehme ein paar Kisten mit. Blaze, bist du? Genau. Machen wir schnell die Schrauben fertig. Brauchen wir die ganze Zeit wieder hinterrennen? Das meine ich jetzt. Aber das kann ich alles vorne machen. Kabinett. Kabinett Corner. Fridge. Davon brauche ich nochmal 12 Platten. Also davon wird es insgesamt, das Think wird es dann auch noch geben, das Tool Rack, oh, Tool Rack, Pressure Plate. Ja, nee. Also wir machen jetzt erstmal den ersten Teil. Das können wir immer noch machen. So, was brauche ich? Habe ich noch irgendwas? Ich habe die Kisten, ich habe Eisenschrauben. Das ist schon mal alles gut. Ich nehme mir mal sicherheitshalber einen mit. Falls ich nämlich von mal vorne stehe und mir denke, im Soundcraft-Bereich hätte ich welche drin. Ist doch schön. So, dann heißt es jetzt aber erstmal für mich, diese Kisten müssen raus. Wir müssen leider hier ausziehen.
Weil die suchen da drin gar nichts mehr. Das ist jetzt einfach nur. Das könnte mal irgendwann da rein. So. Ne, momentan habe ich nicht genügend Dampf. Dann machen wir das auch nicht. Bei den Säften zum Beispiel macht es, kann es vielleicht sogar Sinn machen, dass man einen Drawer aufstellt. Kommt halt drauf an, wie viele das ich immer herstelle. Ich habe ja auch, ich kann ja auch 4er, 5er Höhe oben machen, ohne Probleme. Also, ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt als allererstes mal den Kühlschrank. Und den stelle ich hier hin. Das ist schon mal schön. Kühlschrank, Funktion. Genau, da kommt auf jeden Fall mal das ganze Fleisch rein. Ja, bisschen Menschenfleisch kommt auch rein. Man weiß ja nie, wer zum Essen kommt. Ja, man möchte nicht, dass der Fisch stinkt. Haben wir schon mal alles drin. Ja, dann haben wir noch Eiscreme. Dann hätte ich gesagt, dann packen wir die Milch noch mit rein. Wie gesagt, darum wird es auch mehrere Kühlschränke geben. Macht nur für mich momentan absolut keinen Sinn, noch mehr Kühlschränke zu bauen. Ich habe momentan einfach zu wenig Eisen. Muss mehr Eisen durchjagen. Das heißt, ich müsste mehr rausholen, aber nee, wir machen jetzt momentan das, was wir jetzt gerade tun. So, dann hätte ich gesagt, wir machen einen Cooking Ofen. Ja, dafür bräuchte ich nochmal 5 Platten. Die haben wir natürlich nicht dabei. Aber wir machen mal den Counter. Davon machen wir mal schon mal 2. So, und jetzt ist der Kühlschrank, weil alles miteinander verbunden ist, dazu gekommen. Dann kommen jetzt hier eigentlich dann die Racks hin. Also das muss ich dann doch noch machen. Was man halt auch machen kann, ist zum Beispiel, weiß ich nicht, ob Bibliocraft erkannt wird, aber dass man vielleicht so einen halben hin macht. Ja, also diese kleinen hier, die da oben. Und da eventuell die Werkzeuge reinmacht, aber einen Baumer. So viel Zeit muss sein. So, das Sink. Okay, also dafür brauchen wir nochmal. Also wir brauchen 3 Eisenplatten für den und 5 für den anderen. Dann haben wir schon mal 8. So, einmal 12. Wir haben schon wieder das nächste Zeug. Stahlofen habe ich auch noch nicht. Merk grad. Kann ich ja total vergessen. Ich brauche nochmal 2. Ich brauche ja 3. Problem könnte jetzt natürlich sein, oder was heißt das Problem? Problem ist es nicht. Vielleicht habe ich vorne Pressure Plates rumliegen. In meinen noch überhaupt nicht weiß, wo ich die hinräumen soll, Kisten. Klingt besser als Kladderadatsch. Ist aber ungefähr dasselbe. Schauen wir mal. Nein. Ach, der steht oben im oberen Bereich. Da kannst du rumstehen. So, dann heißt es jetzt.
Iron Spring. Long. Das ist auch nichts anderes, ne? Genau, das ist nur Forge Hammer. So, und jetzt kommst du, glaube ich, in die Bending, dann deswegen habe ich das, glaube ich, hier gemacht. Jawohl, Bending und 1. Ja, machen wir nochmal 2, dann haben wir nochmal ein paar Schrauben. Geht es nur mit Oak? Ja, natürlich. Warum auch mit was anderem? Habe ich die schon? Ja, habe ich schon. Was habe ich gesagt? Ich brauche 2. Immer 4 mit. Gut. Dich rein, dich rein. Dann haben wir mal 4. Ich brauche 3. Und dann hätte ich gesagt, haben wir schon mal den ersten fertig. Irgendwann muss ich noch einen zweiten bauen. Und du, Eisenplatte. Genau, die Eisenplatten, die wo ich nicht vergessen darf. Sehr schön. Da werde ich nochmal gelaufen. Das weiß ich zu 100%. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch 3 Glasscheiben, 3 eingefärbte. Ich gehe mal schnell Glas holen. Ich glaube, die kann ich nämlich im Cutter schneiden. Ich glaube nicht, dass ich 7 Stück vorne habe. Oder 3 schwarze. Ich kann ja mal gucken. Das ist total schön. Da ist das Glas. Habe ich kein Glas mehr oder habe ich das Glas auch schon vorne? Ich glaube, ich habe das Glas nach vorne verfrachtet. Kann es natürlich in eine von den Kisten gelegen sein. Da kann es sein, dass es dann ganz hinten ist. Also, ich brauche Glas. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Danke. Wie war das vorhin? Oder für mich vorhin, für euch in der letzten oder vorletzten Folge. Ich habe irgendwo noch Quarzit rumliegen. Sollten wir mal zu Glasdust verarbeiten. Hätten wir es mal gemacht. Ah, Quarzsand. Dann brauche ich jetzt davon 4. Habe ich wieder 5. So. Dann kommst du auf jeden Fall erstmal hier hin.
Ich hoffe, du hast gleich wieder genügend. Ja, die sind jetzt mittlerweile schon wieder auf 40 Liter runter. Nicht Bombe. Aber ich will es jetzt erst nicht mehr hinstellen, weil wenn sie dann woanders hingestellt werden, kommen sie auch nach hinten. Und dann wird aber auch gleich da das richtige Wasser sozusagen hinzugepanscht. So, Mixer. Glasdust. Das ist die 4. Dauert jetzt bestimmt nicht lang. 40 Sekunden, war klar. Schau jetzt mal schnell da hinten hin. Ob ich es aus Versehen da hinten drin habe. Nö, habe ich nicht. Keine Ahnung, wo ich mein Glas hin verfrachtet habe. Wir haben 16 Stück. Und daraus jetzt Glas machen. Schmelze wäre die erste Möglichkeit. Kannte Arktis. Ohne dass ich jetzt eine Form brauche, weil die Form weiß ich, dass die vorne ist. Nein. Ja, dann bewege ich halt meinen Arsch nach vorne und hol die Form. Ist ja gut. Es wird sowieso Zeit, dass ich immer mehr jetzt nach hinten verfracht. Wie gesagt, eigentlich sollte die Zeit von, steht da vorne was rum, langsam aber sicher enden. Der da oben meckert. Dann schalten wir mal schnell aus. Kann sich hier wieder ein wenig Steam aufbauen, dann können wir den Rest machen. Ja, ich habe jetzt nur eine Form mitgenommen. Ich weiß. Nicht mehr. Nein, nein. Mein Männchen muss fit bleiben, das muss laufen. Okay, also dann kommst jetzt du da rein. Nein, wir werden zwei Glas brauchen, vermutlich. Nein, wir werden, glaube ich, sogar drei Glas brauchen. Ha, Drake hat es noch richtig im Kopf. So, und dann kommst du in den Cutter. Und jetzt habe ich Scheiben. Und in der Zeit kann der da hinten jetzt dann das restliche Glas machen. Und dann haben wir nochmal 16 Stück, die wo man dann in Glas Cubes machen können. So, das heißt, wir sind bei Cooking. Hätte ich gesagt, das kommt raus. Da kommst du jetzt dahin. Du kommst dahin. Bau mal eine Runde schwarz.
Jawohl. So, dann kommst du jetzt erstmal dahin. Ja, und was habe ich vergessen? Den Eisenofen. Weil man keiner auf die Stirn geklebt hat, deswegen habe ich den vergessen. Ja. Wir können uns ja bald besseres Essen machen. Aber kann ich mir gleich mal meine Dolly nehmen? Da kommt es nämlich weg. Schade, das wäre schön gewesen. So, ich tu mal schnell die Waffen hin. Auf einmal kann ich schnell laufen. Mit Dolly in der Hand. Nee, man muss ja nicht alles übertreiben, ne? So, kommst du jetzt nämlich dahin. Dann kommst du jetzt hier hin. Dann haben wir jetzt nämlich den Cooking-Ofen. Den haue ich jetzt erstmal hier hinten hin. Ich habe natürlich keinen Wassereimer dabei. Warum soll ich einen Wassereimer dabei haben? Ich habe aber, glaube ich, ein Feld gesehen, wo Wasser drin ist. Was ich sowieso nicht mehr brauche. Was nicht so weit weg ist. Genau, das da brauchen wir nämlich nicht mehr. So, wenn ich sowieso schon hier rumeier, habe ich jetzt meinen letzten Busch setzen müssen. Dass wir das auch haben. Brauche ich jetzt 5? Nee. Du kommst weg. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Jetzt habe ich mein Ding. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Also das Ding funktioniert nicht ohne Wasser. Also das heißt, man braucht mindestens einen kleinen Tank. Wie gesagt, wird dann oben auch irgendwie neben die Ecke sein und dann wird es dann da runterlaufen. Ja, dass man dann da das Wasser anschließen kann. Eventuell dann so machen, dass das Cooking for Blockheads ist und hier dann eventuell GT-Maschinen. Wie zum Beispiel ein Mixer. So, und jetzt wollen wir noch zwei Sachen machen. Und das ist das hier. Das sind jetzt nämlich die Kabinetts für oben. Wenn in den äußeren Ecken, dann sind die Türen immer in der Mitte. Ja, und wenn man jetzt dann hingeht und sagt, okay, da kommen jetzt die ganzen Flaschen rein. Dann hat man das auf jeden Fall auch mal aufgeräumt. So, dann haben wir hier noch Fleisch. Kommt in den Kühlschrank. Dann haben wir hier noch Eier. Die haben wir hier, glaube ich, auch. Mehr Fleisch. Das ist jetzt einfach was. Einfach reinpfeffern. So. Dann kommt erstmal hier oben rein, was man schon alles verarbeitet hat. Butter haben wir auch noch. Kommt auch hier rein. Die Teiglinge hätte ich gesagt, schmeißen wir hier mit rein. Erstmal. Die Küche wird noch größer. Also
Keine Sorge, Küche wächst noch. So, wenn man jetzt nämlich hier drauf geht, Jetzettler habe ich hier jetzt alle schon mal drin, was man jetzt verwenden kann. Die zwei sind jetzt noch leer. Ja, und dafür nehme ich jetzt das da. Und dann hätte ich gesagt, habe ich erstmal einen für Gemüse. Und einen für Obst. Was ist denn der andere hier? Ja, aber wie zum Beispiel Beeren macht auf jeden Fall Sinn, dass da ein Vierer für die Beeren gemacht wird. So, dann kommen das da Chestnut. Nee, Chestnut kommt noch damit dazu. Rhabarber. Ich weiß jetzt gar nicht. Gehört Rhabarber zum Gemüse? Oder zum Obst? Also ich kenne es nur als. Also ich esse meistens Rhabarber als Rhabarberkuchen. Aber was weiß ich. So, Maple kommt noch damit rein. So, haben wir noch ein paar Pilze. Pilze kommen im Kühlschrank. 0-Grad-Fach. Eigentlich trocken lagern, glaube ich. So, und jetzt schaut es doch schon mal ganz anders aus da drin. So, und jetzt kann man nämlich hingehen und sagen, ich möchte es nach Name sortieren, ich möchte es nach Hunger sortieren. Das heißt, Lemon Chicken wäre jetzt zum Beispiel das Beste, was man haben kann. Sagt er dir aber auch, du brauchst noch eine Rolling Pin. So, wir können uns erinnern an diese vier Kisten hier. Hier ist ein Rolling Pin aus Alu. So, und das nehmen wir jetzt einfach und hängen es da dran. Und jetzt sagt er mir, Hammer. Und jetzt haben wir was gegessen und wir machen Sternchen. Ist doch schön. So, dann kann man Saturation, das ist sozusagen dieses Außenrum, das da. Oder man kann sagen, was man zeitmäßig gegessen hat. Und zum Beispiel eine Apfelsauce habe ich noch gar nicht gegessen. Eine Aprikosen-Smoothie habe ich noch nicht gegessen. Not eaten yet. What does it like? Ne? Also das heißt, alles, was man jetzt dann hier drin hat, kann man dann essen und man bekommt diese Coin, was halt da unten stehen. Die 2,5, da 2, da 1,5, da 1. Die bekommt man halt. Und ich finde das super. Das heißt, wir haben jetzt einen Doppeleffekt, wenn wir jetzt essen gehen. Erstens kann ich schnell hier hingehen und sagen, okay, ich brauch mal was, was den Hunger ziemlich halt verbessert. Man kann jetzt dann auch noch Kohle reinschmeißen, da kann auch noch Brot machen. Ja, dass man halt sagt, okay, Steak Sandwich macht 2,5 Hotdog. Ah, braucht man einen Pot noch dazu. Lass man seine Runde auf dem Pott hocken. Dann gibt's Sausage. Nein, hat er nicht gesagt. ja, also wie gesagt, da kommt noch auch einiges dazu. Das kommt dann alles auf dem Ofen drauf. Dafür haben wir hier unsere Flächen. Und da kommt noch mal einer daneben. Leider können wir noch nicht alles basteln. So, aber das lasse ich auf jeden Fall mal da. Ich werde die Küche jetzt dann immer wieder erweitern und wir werden sie dann, wie gesagt, auch nach oben ziehen. Aber ich würde die erst gerne nach oben verfrachten, wenn wir auch eine Möglichkeit haben, dahin zu kommen, ohne die ganze Zeit einen Treppenlifter zu verwenden. Sondern ich würde ganz einfach nur einen Lift verwenden.
Und dann heißt es für uns, wir brauchen halt dann den EBF. So, die Schere, die wird nichts mehr. Dafür ist schon zu viel Zeit ins Land gegangen. Aber ans Nickel denke ich. Das heißt, wir werden jetzt fröhlich pfeifend nochmal runterlaufen. Der müsste auf jeden Fall durch sein. Sagen wir zwei Stacks Nickel. Das heißt, die schmeißen wir jetzt gleich in den Ohrwascher. Wenn er überhaupt schon durch ist. Aber ich könnte mir vorstellen, ja. Nein, ich kann mir vorstellen, nein. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Nee. Dann arbeitet er doch noch. Oh. Ich habe den Tank oben leer gesoffen. Jack, du bist gut. Du bist richtig gut. So, das heißt, wir machen jetzt hier Nickel rein. Mika ist erstmal egal. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, weil ein Wassertank und wir haben jetzt hier nur einen. Ihr müsst ja mal vorstellen, wenn wir dann irgendwann da hinten arbeiten, wenn wir dann vier Stück oder fünf Stück laufen haben oder vielleicht noch mehr. Weil wir möchten ja Ärzte durchjagen und nicht Ewigkeiten und 3 Tage warten. Na, das ist natürlich schon wieder super. Also es ist kein Problem, klar, wenn man AFK halt unterwegs ist, ne? Oder ist das jenes? Also der ist voll. Aber der da hinten, der müsste leer sein. Sozusagen, der hat es nicht gepackt, genügend Wasser zu erzeugen. Was schreibt er momentan hin? Momentan, ich errate 2,0 Liter pro Sekunde. Was schreibst du mir hin? Du schreibst dasselbe hin. Aber der braucht auch nicht genügend, der braucht auch nicht so viel Wasser. Frage mich gerade, für was der überhaupt Wasser braucht. Ah, okay. Er hat noch ein bisschen Hitze drin. Alles klar. Gut. Also, das heißt, wir werden bis zum nächsten Mal versuchen, genügend Nickel zu haben, dass wir die Coppercoil bauen können. Nee, Cupronickel. 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 Dafür brauchen wir ein Nickel und ein Kupfer. Habe ich da vielleicht noch eins rumliegen? Nur eins? Ein Nickel. Hat er seitdem nicht mehr gearbeitet? Ja, darum. Darum wird es auch wichtig werden, dass wir da das bessere Wasser reinkriegen, ne? Weil dann braucht er nicht mehr so viel Wasser. Weil das ist ja das Problem. Momentan braucht er 1000 Liter, um ein Erz durchzujagen. Ja, wenn man jetzt dann auf die, bist du denn? Auf dem Ohrwascher geht, ne? Und ich habe destilliertes Wasser. Dann braucht er halt nur noch 200 Liter. Also das heißt, ich kann mit fünfmal so viel Erze durchmachen mit demselben Anteil Wasser. Das Einzige, was man halt braucht, man braucht diesen Zwischenschritt,
wo wir unser halt unser Mobile aufbauen. Distillation Tower, das wird halt irgendwann unser HV-Bereich sein, weil ich glaube, den werde ich nicht eher kriegen. Genau, weil das ist EV und HV. Ist zwar ein MV-Rezept, aber MV-Strom, aber nein. Ja, also wir werden dieses hier machen, das Salzwasser. Und dann heißt es halt, muss ich noch gucken. Genau, das heißt, im Mixer läuft Wasser durch, wird zu Salzwasser. Das Salzwasser geht dann in die Distillery, macht da draus destilliertes Wasser und ich bekomme mein Salz zurück. Das heißt, wir brauchen zwei Salz und 1000 Liter Wasser, um 1000 Liter destilliertes Wasser herzukriegen. Ein bisschen Strom brauchen wir auch und Zeit brauchen wir. Also ist 40 Sekunden, müssen wir uns halt mal dann auch ordentlich ausrechnen, wie man das am besten macht. Wir brauchen auch gut EU, sind 24.000 EU. Vielleicht ist die Rechnung auch besser, dass ich dann irgendwann oben einfach nur vier Wassertanks stehen habe, bis wir da eventuell da überhaupt hingehen sollten. Aber wenn wir halt fünf Stück laufen lassen sollten, sehe ich es halt nicht. So, ich wollte einfach nur einen Nickel haben. Ein Nickel, 5 Minuten gesprochen. Sehr schön. Ja, und warum macht er das mit dem Nickel? Genau, weil man es einmal zeigt, dann kann ich es nebenbei machen. Dass wir beim nächsten Mal dann auch schon das Kuponickel fertig haben. Invo habe ich gleich euch nicht gezeigt. Ich böser Mensch, ich weiß. Aber haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber Invar ist halt auch nur zwei Eisen, ein Nickel, drei Invar. Ja, das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Eisenader raushauen müssen. So. Das ist jetzt ein Nickel. Bitte lass mich Kupfer da haben, danke. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Da ist es. Ah, braucht man die drei. Das heißt, wir müssen uns Kupferdast machen, wir müssen uns oder Kupferdast holen, wir brauchen Eisendast. So, und jetzt haben wir Cuproniquel-Dast. Und das Zeug brauchen wir MV-mäßig tonnenweise. Also wird auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir das in Massen herstellen irgendwann. Ja, und jetzt haben wir dann das Zeug hier schön brav rumliegen. Den Teig nehmen wir jetzt noch mit und schmeißen in den Kühlschrank. Dann schließen wir auch sozusagen. Nein, wir haben mit dem Nickelsuchen abgeschlossen, mit dem Nickelverarbeiten fast aufgehört. Dann haben wir die Küche gemacht und sozusagen wir schmeißen jetzt die Sachen in die Küche. Dann haben wir nämlich ein wunderschönes Bild zu dem Abschluss. Und das wird euch auch thumbnailmäßig dann ziemlich bekannt vorkommen. In dem Sinne, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.